Bevor es mit diesem Video hier losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis. Wir sind jetzt auch bei Instagram. Es gibt einen Mr. Wissen to go Geschichte Instagram Account. Viele von euch haben sich das gewünscht. Jetzt ist er da. Verlinkt ist er unten im Beschreibungstext und hier auch nochmal kurz eingeblendet. Schaut da vorbei. Jeden Tag ein kleines Geschichtshäppchen. Viele spannende Infos, viele Hintergründe. Solltet ihr auf jeden Fall folgen, wenn ihr bei Instagram unterwegs seid. So, jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, nämlich zur Stasi. Das sind ja Stasi-Methoden. Solche Vorwürfe könnt ihr in der politischen Auseinandersetzung immer wieder hören. Stasi-Methoden, das ist ein klassisches Totschlagargument. Also gar kein richtiges Argument, sondern ein rhetorischer Trick, um andere Politiker mundtot zu machen. Aber was ist die Stasi? Das Ministerium für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik überhaupt? Das erzähle ich euch hier in diesem Video. Die Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit beginnt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist besiegt und von den vier alliierten Mächten, von den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion, besetzt. Am 7. Oktober 1949 entsteht auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone ein neuer deutscher Staat. Die DDR. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Die DDR ist eine kommunistische Diktatur, in der eine Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands oder kurz SED, das Sagen hat. Die SED nutzt verschiedene Mittel, um ihren Machtanspruch auch tatsächlich durchzusetzen. Sie bestimmt das Parlament, sie kontrolliert die Wirtschaft, sie lenkt das Militär und sie schafft eine Geheimpolizei, einen Geheimdienst, der nach außen und nach innen arbeitet. Der also nicht nur die Feinde im kapitalistischen Ausland, wie die USA oder die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die eigenen Bürger in der DDR bespitzelt und überwacht. Wie begründet die SED eigentlich, dass sie eine Staatssicherheitsbehörde aufbaut? Naja, die SED hat Angst, die Macht zu verlieren. Sie hat nicht nur Angst vor den äußeren Feinden, sondern vor allem davor, dass sich die eigene Bevölkerung von der SED und der DDR abwenden könnte. Konterrevolution nennt man das, also eine bürgerliche Reaktion gegen die kommunistische Revolution. Natürlich sagt man das nicht so. Die SED folgt ja den Ideen von Karl Marx. Sie behauptet, dass sie die naturgesetzliche Entwicklung der Menschheit wissenschaftlich exakt kennt. Eben wie sich eine kommunistische Gesellschaft entwickelt. Eine kommunistische Gesellschaft, das Paradies auf Erden. Das ist es wert, dass man alle Methoden einsetzt, um die Entwicklung dahin abzusichern. Für das größere Ganze muss man alles tun, wirklich alles. Und wer dagegen ist, der stellt sich gegen die naturgesetzliche Entwicklung. Wer dagegen ist, ist letztlich ein Feind der Menschheit. Deshalb hat die SED ihrer Meinung nach das Recht, ja sogar die Pflicht, sich und die DDR zu schützen. Die Stasi nennt man Schild und Schwert der Partei. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie eine Waffe ist. Die offizielle Bezeichnung lautet Ministerium für Staatssicherheit. Stasi, so nennt der Volksmund den Geheimdienst. Und der Geheimdienst tut das, was die Partei ihm befiehlt. Ich sage das gleich am Anfang, denn oft heißt es, die SED, die hätte mit der bösen Stasi gar nichts zu tun gehabt. Aber im Gegenteil, was die Stasi tut, tut sie auf Befehl der SED. Das macht es natürlich nicht besser. Was tut die Stasi so? Naja, wir konzentrieren uns erst einmal auf das, was die Stasi im Inneren tut. Sie überwacht alle, die der SED und dem Staat DDR gefährlich werden könnten. Konterrevolutionäre, Klassenfeinde und Volksschädlinge, schlicht feindliche Elemente. An den Begriffen merkt ihr schon, es geht darum, Andersdenkende in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken. Eine typische Methode in einer Diktatur. Als Geheimpolizei überprüft die Stasi die Gesinnung der Bürgerinnen und Bürger. Jedes Jahr führt sie Millionen von Sicherheitsüberprüfungen durch. Wer studieren will, wer ins Ausland reisen will, wer Karriere machen will, der wird überprüft. Die Bürger werden ausspioniert. Das alles hat viel von einem Geheimdienst. Die Stasi ist aber auch eine Art Polizei. Das bedeutet, sie hat die Befugnis, konkrete Maßnahmen gegen Bürgerinnen und Bürger durchzuführen. Sie verhaftet und verhört Leute, schüchtert sie ein oder steckt sie ins Gefängnis. Und die Stasi sorgt dafür, dass unbequeme Leute nicht befördert werden oder nicht zum Studium zugelassen werden. Zusätzlich überwacht sie die Post, hört Bürger in ihren Wohnungen ab, verbreitet Lügen und Gerüchte über Menschen, die ihrer Meinung nach gegen die DDR-Ideologie sind. Damit zerstört sie Freundschaften und Familien. Überlegt euch mal, was das für die Betroffenen bedeutet. Manche werden depressiv, manche bringen sich um. Und andere wiederum verschwinden in irgendeinem Gefängnis oder werden manchmal sogar ermordet. Wie viele Menschen arbeiten eigentlich für die Stasi?
Naja, in den 1980er Jahren sind es wohl ungefähr 90.000 Hauptamtliche und fast 190.000 sogenannte inoffizielle Mitarbeiter, IM heißen die. Genau weiß man das gar nicht. Diese IMs sind auf ganz unterschiedliche Weise tätig. Einige stellen nur ihre Wohnungen für die Stasi zur Verfügung, die allermeisten sind aber Spitze. Das heißt, sie spionieren ihre Nachbarn, ihre Kolleginnen, Freunde, Mitschülerinnen und sogar die eigene Familie aus. Für ihre Spitzeldienste werden sie bezahlt oder erhalten Vergünstigungen. Sie bekommen schneller ein Telefon, einen Fernseher oder ein Auto. Solche Dinge konnte man in der DDR nicht einfach kaufen, selbst wenn man das Geld dafür hatte. Bei der Aufzählung merkt ihr schon, es kann jeden treffen. Wer Westradio hört oder wer Bands aus den USA mag, wer immer mit seinem Hund an einer Kaserne vorbei Gassi geht, wer einen Witz über die Staatsführung erzählt, wer sich beschwert, weil er lange für Lebensmittel anstehen muss, wer in die Kirche geht, wer ins Ausland reisen will, wer welche kennt, die ins Ausland wollen. Jede und jeder kann ins Visier der Stasi geraten. Vielleicht kann man es auch einfacher sagen. Was macht die Stasi? Sie macht den Menschen Angst. Besonders einschüchternd ist, dass sich alles im Halbgeheimen abspielt. Das ist ein Trick, den auch schon die Nazis angewandt haben. Eine Geheimpolizei, die wirklich geheim ist, ist sinnlos, wenn man seine Bevölkerung einschüchtern will. Die Leute müssen schon wissen, dass sie überwacht werden, dass ihnen jederzeit etwas passieren kann. Aber man weiß eben nicht genau, was die Stasi so tut und man weiß nicht, wer als Spitzel tätig ist. Das führt zu wachsenden Angstzuständen in der Bevölkerung, denn man kann niemandem vertrauen. Die Stasi behält die Stimmung in der DDR genau im Auge und meldet der SED, wenn es irgendwo Probleme oder Unruhen gibt. Wenn es kritisch wird, steuert die Partei und Staatsführung dagegen. Beispielsweise durch verstärkten Wohnungsbau oder Preissenkungen. Im Notfall wird durch die Stasi Geld aus dem Ausland herangeholt, die sogenannten Devisen. Heute wissen wir mehr über die Stasi als damals so mancher Mitarbeiter. Denn selbst die eigenen Agenten sollten gar nicht so viele Informationen besitzen, sondern sich nur auf die Erfüllung ihrer Arbeit konzentrieren. Über das große Ganze wussten nur die an der politischen Spitze Bescheid. Bewusst hat die Stasi die Legenden um sich selbst nicht entschärft, denn auch sowas schürt Angst und Paranoia. Direkt nach der Wende verschärfen sich diese Legenden noch einmal. Die heutigen Organisationen versuchen dagegen anzukämpfen und die Wahrheit über die Geheimpolizei wieder ans Licht zu bringen. Denn durch die geschichtliche Aufarbeitung, die dennoch noch immer nicht abgeschlossen ist, kann man mittlerweile Wahrheit und Legende voneinander trennen. Man verabscheut die Taten der Stasi, aber man fürchtet sie nicht mehr. Und auch als Auslandsgeheimdienst ist die Stasi tätig. Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit gibt es auch in Westdeutschland. Etwa 12.000 Bürger der Bundesrepublik Deutschland arbeiten für den Feind. Oft denkt man da an die berühmten Sekretärinnen, die in den Ministerien und Abgeordnetenbüros in Bonn, der damaligen Hauptstadt der BRD, sitzen und fleißig Geheimnisse nach Ostberlin schicken. Da einige dieser Spionagesekretärinnen sich vor ihrer Verhaftung absetzen, fliegt das in den 1980er Jahren auf und es wird in den Medien rauf und runter berichtet. In Wirklichkeit sind aber vor allem Westmänner für die Stasi tätig. Denn die haben in den 70er und 80er Jahren klar bessere Karrierechancen als Frauen und sind deshalb lohnendere Quellen für die Stasi. Da werden geheime Papiere aus Ministerien gestohlen, Gebäude beobachtet, Behörden ausgespäht, Industriegeheimnisse kopiert. Einige Informanten sind sogar Bundestagsabgeordnete. Nach der Wende verteidigen sich viele Westagenten für ihre Spionagetätigkeit. Sie sagen, dadurch, dass wir Geheimnisse verrieten, haben wir letztlich sogar dem Frieden gedient. Denn der Ostblock hat dank des Geheimwissens entweder weniger Angst vor dem Westen gehabt oder er wusste genau, wo er unterlegen war. Ja, aber mal davon abgesehen, was ein Spion konkret verraten oder getan hat, diese Leute haben natürlich für die SED-Diktatur gearbeitet. Wie jede Stasi-Mitarbeiterin, jeder Stasi-Mitarbeiter in der DDR auch. Und natürlich sind durch ihr Handeln Menschen zu Schaden gekommen. Teilweise auch ums Leben gekommen. Chef der Stasi ist gut 35 Jahre lang bis 1989 Erich Mielke. Der wird so charakterisiert. Diszipliniert, Arbeitseifer, loyal und Wille zur Macht. Er organisiert die Stasi militärisch und baut sie zu einem gigantischen Überwachungsapparat aus. Er ist nach Erich Honecker der zweitmächtigste Mann der DDR. Mielke Stasi darf praktisch tun, was sie will. Und das stellt Mielke selbst über das Gesetz. Kein Wunder, dass sich der Hass auf die Stasi in diesem einen Mann personifiziert. Als 1989 die Bürger der DDR anfangen, friedlich gegen die SED zu demonstrieren, da demonstrieren sie auch gegen die Stasi, gegen die Unterdrückung und
gegen die Unterdrücker. Die Demonstranten fordern ihre Auflösung. Und es zeigt sich, der allmächtig geglaubte Geheimdienst ist ohne die Rückendeckung der sowjetischen Roten Armee machtlos. Am 15. Januar 1990 stürmen Protestierende die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße. In den kommenden Monaten wird es aufgelöst. Vorher schreddert die Stasi Millionen von Unterlagen. Die meisten Akten, die über die DDR-Bürger und die Bürger der Bundesrepublik angelegt worden sind, werden vernichtet. Aber es bleibt genug übrig. Die Papierschnipsel aus all den Akten, die sichergestellt werden, müssen mühsam zusammengeklebt werden. Das ist eine Arbeit, die immer noch nicht beendet ist. Aber auch eine Arbeit, die sich wirklich lohnt. Denn nur so lässt sich die ganze Wahrheit über den Unterdrückungsapparat der Stasi herausbekommen. Und das ist wichtig, damit es eben nicht zu Legendenbildung und Geschichtsverklärung kommt. So, was meint ihr? Erkennen wir heute noch die Gefährlichkeit der Stasi? Oder haben wir schon wieder vergessen, welche schlimmen Dinge sie getan hat? Sind eure Eltern vielleicht Opfer der Stasi geworden? Wie war das damals für eure Eltern, für eure Großeltern, in der Diktatur der DDR zu leben, ständig mit dem Gefühl beobachtet zu werden, falls ihr aus Ostdeutschland kommt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns darüber ein bisschen diskutieren. Ich weiß, schwieriges Thema, aber auch wichtiges Thema. Und wichtig ist auch, dass es immer noch einige ranghohe ehemalige Stasi-Offiziere gibt, die völlig unbestraft unter uns leben. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal, dann abonniert ihn einfach, klickt auf die Glocke und dann bekommt ihr künftig jedes neue Video angezeigt als Benachrichtigung und verpasst absolut nichts mehr. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.